Die Serie Rick and Morty ist womöglich die einzige Zeichentrickserie nach Dragon Ball, die mir bereits nach kurzer Zeit ans Herz gewachsen ist. Und das, obwohl ich 20 Jahre alt bin. Als Redakteur und Cutter habe ich es mir also zur Aufgabe gemacht, euch die Serie Rick and Morty ein wenig näher zu bringen. Hier sind jetzt 5 verrückte Fakten über Rick and Morty. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 5. Rick sowie auch Morty werden von der gleichen Person gesprochen. Justin Roiland leiht nicht nur den beiden ihre Stimme, sondern spricht auch viele weitere Charaktere. Nebenbei ist Mr. Roiland sehr fleißig und ist auch noch Regisseur, Drehbuchautor, Zeichner und leitender Produzent der Serie. Fleißig, dieser Mann. Ein Gerücht besagt, dass Justin für die Rolle des Ricks öfter mal auf Alkohol zurückgreift. Machen wir weiter mit der Nummer 4. Die Serie Rick and Morty beruht auf einer Comic-Interpretation des Sci-Fi-Klassikers Zurück in die Zukunft. Mir war schon immer danach, dass ich die beiden irgendwo schon mal gesehen habe. Jetzt weiß ich woher. Und die Top 3. Dass Rick seine Manien zu wünschen übrig lassen, ist uns allen bewusst. Allein wie oft er rülpst und auch gerne mal einen fahren lässt. Klar geht man dann davon aus, dass diese Geräusche einfache SFX sind, jedoch Fehlanzeige. Alle Sounds werden live aufgenommen. Fast am Ende und die Nummer 2. Bleiben wir im Tonstudio. Es gibt kein richtiges Drehbuch, in dem Wort für Wort drinsteht, was die Synchronsprecher zu sagen haben. Justin Roiland gibt meistens nur eine grobe Handlung vor und die Synchronsprecher sollen anschließend improvisieren. Das ist eine gern benutzte Methode in Filmen wie Synchronisierung, um den Echtheitsgrad der Emotionen aufrechtzuerhalten. Und zu guter Letzt die Nummer 1. Die Serie Rick and Morty macht gerne Anspielungen auf andere Filme und Serien der Popkultur. So erinnert die Folge Anatomie Park stark an Jurassic Park und die Folge Pickle Rick soll eine Anlehnung an Stirb langsam sein. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gerne mit euren Freunden. Ansonsten war's das für heute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.